Alles klar, dann nochmal ganz offiziell herzlich willkommen zu meinem Webinar. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr auch auf die vielen bekannten Gesichter. Konflikte lösen mit Psychografie. Ich glaube, wir haben einige Psychografie-Experten auch hier im virtuellen Raum. Ich werde auch noch eine kleine Umfrage gleich zu Beginn starten, weil ich dann je nachdem die Einführung in Psychografie möglichst kurz halten werde, damit wir uns ganz viel Zeit nehmen können für den Austausch auch zum Thema Konflikte, weil ich glaube, da könnt ihr bestimmt auch einiges dazu beitragen. Ja, ich habe was Schönes mit euch vor, ich freue mich selber drauf. Zur Einleitung hier das schöne Bild von Studio Jablonski, jeden Donnerstag. Ich glaube, die meisten wissen schon Bescheid. Monique war letzten Donnerstag. Und das bin ich. Genau, seit 4 Jahren NLP-Trainerin, nee, seit 4 Jahren im NLP unterwegs, beruflich, und seit 2 Jahren NLP-Lehrtrainerin, NLP-Coach. Und ich gebe Einzelcoachings, Teamcoachings, ich gebe NLP-Ausbildungen und gebe auch Firmentrainings oder in Organisationen Workshops rund um die Themen Kommunikation und Persönlichkeit. Die Psychografie habe ich auch oft im Gepäck, sehr oft sogar. Auch weil das einfach eins meiner absoluten Lieblingsmodelle ist, weil es auch so wunderschön einfach ist von der Struktur und man auch sehr schnell damit arbeiten kann und in die Praxis gehen kann. Als kurze Einleitung möchte ich euch erklären, was wir uns heute beim Thema Konflikte anschauen, weil Konflikte ist natürlich ein riesengroßes Thema, da kann man mehrere Tage Seminar zu machen über Konfliktmanagement und ähnliches. Wir werden uns heute folgenden Aspekt angucken. Im NLP sagt man so schön, jeder hat seine eigene Landkarte. Und ich habe hier die Formulierung von, oder das Bild vor allem von Vera F. Birkenbiel genutzt. Vera F. Birkenbiel hat gesagt, wir leben jeder auf unserer eigenen Insel. Sie hat es auch ähnlich wie ich gezeichnet. Und mir geht es darum, auch euch nochmal ja, mitzugeben. Auch die Grundlage von NLP ist diese Idee, wir haben wirklich jeder eine subjektive Wahrnehmung auf die Welt. Es gibt keine objektiv richtige Landkarte. Und wenn es gut läuft, dann sind wir uns einig über ein bestimmtes Thema, dann haben wir irgendwie ähnliche Sichtweisen, ähnliche Bedürfnisse. Dann würde er Vera F. Birkenbiel sagen, unsere Inseln haben eine gute Überschneidung und wir verstehen uns. Und leider kommt es auch ab und zu vor, dass diese Überschneidung nicht da ist, sondern wir unterschiedlich an die Sachen rangehen wollen, unterschiedliche Bedürfnisse haben, unterschiedliche Sichtweisen haben. Und dann gibt es einen Konflikt. Und ja, das Geheimnis, um diesen Konflikt lösen zu können, ist im ersten Schritt eine Brücke zu bauen zu der Insel des anderen. Ich habe gerade letztes Wochenende auch nochmal eine Weiterbildung gemacht. Da ging es ums Thema Mediation. Und auch da war der allererste Schritt, dass man ein Verständnis jeweils für die andere Seite herstellt. Also, dass sich beide Seiten erklären, sodass mit dem Ziel, dass wirklich jeder die Landkarte des anderen und auch die Absicht des anderen verstehen kann. Ganz wichtig an dieser Stelle, verstehen heißt nicht gleich für gut finden. Also man kann etwas verstehen und nachvollziehen, ohne es gutheißen zu müssen. Das ist ganz, ganz wichtig zu trennen. Und da wollen wir heute hin und da möchte ich auch mit der Psychografie einen Beitrag leisten, dass wir besser die Welt des anderen verstehen und uns besser auf die Welt des anderen auch einlassen können, um dann im nächsten Schritt auch eine gute Lösung zu finden. Deswegen der erste Schritt, verstehen. Die NLPler unter euch, die im Kopf haben, wie die internale Verhandlung abläuft, das Format, wo man innerlich Konfliktmanagement macht, da ist ja auch einer der ersten Schritte, dass man erstmal die positive Absicht der jeweiligen inneren Anteile wirklich herausarbeitet und gegenseitig würdigt. Ist genau die gleiche Idee. Also wirklich erstmal ein Verständnis. Was ist die Absicht des anderen? Worum geht's? Um dann im Nachhinein die Lösung zu entwickeln. Ja, und an der Stelle finde ich die Psychografie einfach unglaublich. Die ist so eine Landkarte, mit der man andere, gerade die, die so echt extrem anders ticken als man selber, die kann man dadurch viel, viel besser verstehen. Man kann nachvollziehen, was brauchen die? Wieso sind die so, wie sie sind? Und wie kann man im Idealfall auch mit dem anderen besser umgehen? Ja, deswegen unser Programm für heute. Ich möchte, außer alle kennen die Psychografie, das werde ich gleich abfragen.
werde ich natürlich eine ganz, ganz kurze Einführung in die Persönlichkeitstypen der Psychografie geben. Ich versuche aber, mich wirklich auch kurz zu halten, damit wir viel Zeit haben für das Thema Konflikte. Wir werden mit den Persönlichkeitstypen der Psychografie die typischen Konflikte durchgehen, die die verschiedenen Persönlichkeitstypen miteinander haben. Und ich bin mir sicher, ihr werdet den einen oder anderen Konflikt bei euch oder auch in eurem Umfeld sofort wiedererkennen. Es ist auch immer schön, sowas in einem Modell beschrieben zu haben. Dann merkt man ist nicht ganz alleine und es gibt einen Grund, wieso es diesen Konflikt gibt. Natürlich werden wir auch in die Lösungsansätze gehen. Und zum Abschluss möchte ich mit euch gemeinsam auch sammeln. Natürlich habe ich auch was mitgebracht und bin aber gespannt und vermute, da habt ihr auch bestimmt was zu ergänzen, dass wir jeweils die drei Typen der Psychografie durchgehen und gucken, wenn ihr demjenigen etwas Gutes tun wollt, also wenn ihr die Beziehung mit demjenigen fördern wollt, was könnt ihr tun? Also was ist wichtig im Umgang mit einem Beziehungstyp, im Umgang mit einem Erkenntnistyp und im Umgang mit einem Handlungstypen? Was könnt ihr tun, um diese Beziehung gut zu gestalten? Ja, das habe ich vor mit euch heute. Und bevor ich loslege, möchte ich gerne kurz diese Umfrage starten. Klickt mal ganz kurz an, wie geläufig euch das Modell schon ist, weil dann passe ich mich etwas an bei meiner Einleitung. Okay, die meisten kennen die Psychografie schon, wunderbar. Ergebnisse freigeben, falls euch interessiert. Also viel Psychografiewissen schon im Raum. Trotzdem hier zumindest vier Neulinge. Und ich hoffe, bei der Einleitung ist trotzdem auch für den einen oder anderen noch was dabei. Psychografie beschreibt drei Persönlichkeitstypen: Beziehungstyp, Erkenntnistyp, Handlungstyp. Eine sehr archetypische Dreiteilung, also wirklich drei urmenschliche Bereiche: Fühlen, Denken, Handeln, Herz, Hirn, Hand. Also es sind Bereiche, es sind Qualitäten, die jeder von uns in einem gewissen Ausmaße alle hat, aber in unterschiedlichem Ausmaß. Und da würde ich Friedmann auch zustimmen, dass es normalerweise einen Bereich gibt, der uns am leichtesten fällt, in dem wir wirklich zu Hause sind, in dem wir uns wie der Fisch im Wasser bewegen. Und ja, nach diesem Bereich wird man in diesem Modell benannt. Der Beziehungstyp hat seine Hauptstärken hier in diesem Bereich. Der Erkenntnistyp hat seine Hauptstärken hier im kognitiven, mehr im denkerischen Bereich. Und der Handlungstyp ist eher der Umsetzer mit der Macherenergie. Trotzdem auch hier nochmal ganz wichtig, wir haben alle diese drei Seiten in uns, aber wie gesagt in unterschiedlicher Ausprägung. Ich würde gerne die drei Typen kurz mit euch durchgehen. Den Pfeil hier möchte ich gar nicht so ausführlich ansprechen. Das ist die Entwicklungslinie in diesem Modell. Das ist der Aspekt, der dieses Modell von allen anderen Persönlichkeitsmodellen unterscheidet, die ich kenne, weil das Modell komplett offen ist für Weiterentwicklung. Also im Idealfall integrieren wir hier alle drei Bereiche irgendwann in unserem Leben. Genau, aber dazu gibt es andere Webinare von mir. Kann ich euch im Anschluss gerne noch was geben, falls ihr da noch nicht so tief drin steckt. Ja, ich starte mal mit dem Beziehungstyp und umreiße den ganz grob. Ich spreche jetzt sehr in Klischees. Das heißt, guckt mal, wo ihr euch tendenziell am meisten wiederfindet. Aber vermutlich in allen Ecken auch ein bisschen. Der Beziehungstyp hat nicht die besten Beziehungen. Das ist missverständlich. Der bezieht sich gerne auf andere. Das ist damit gemeint. Der hat natürlich genauso gute und schlechte Beziehungen wie auch die anderen zwei Typen. Mit Beziehung ist gemeint, er bezieht sich gerne auf andere. Er hat gerne auch den Fokus beim anderen. Also gerade auch diese Kombination aus Fühlen und Du. Also sich einfühlen, Empathie, das sind Sachen, die dem Beziehungstyp extrem leicht fallen. Also dadurch, dass der auf
sehr viel mit der Energie und der Aufmerksamkeit einfach beim anderen ist, entwickelt der so ein sehr, sehr gutes zwischenmenschliches Feingefühl, kann sich auf die verschiedensten Personen in kurzer Zeit einstellen, findet irgendwie den richtigen Ton, kommt mit den Leuten in Kontakt. Also das, was ihr aus dem NLP unter Rapport aufbauen kennt oder unter Pacing, das ist was, da wundert sich der Beziehungstyp, dass es dafür Seminare gibt und man das aktiv lernen kann, weil das macht er normalerweise ganz von alleine. Da muss der sich nicht groß für anstrengen. Genau, Beziehungstypen, denen liegt auch am ehesten die Gegenwart. Also die sind gut darin, auch sich einfach mal treiben zu lassen und den Moment zu genießen. Während zum Beispiel der Handlungstyp gleich daran denkt, was als nächstes zu tun ist, ist der Beziehungstyp auch hier mal gut darin, wirklich in dem Moment selber zu sein und den im Idealfall natürlich auch genießen zu können, sich treiben zu lassen, flexibel und spontan zu sein. Genau, das sind die Qualitäten des Beziehungstypen. Ach, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich werde das, ich natürlich auch nur, wenn ihr mitmachen möchtet, aber das hoffe ich sehr, sehr interaktiv mit euch gestalten heute. Das heißt, ihr seid ganz, ganz herzlich eingeladen, mit mir über den Chat zu brainstormen. Auditiv würde ich gerne erst am Ende des Webinars machen, also mit Mikro gerne erst gegen Ende hin, aber sehr gerne über den Chat und dann greife ich das auf und baue das mit ein in das Webinar von heute. Und meine erste Frage, den Beziehungstypen, stellt euch mal einen klischeehaften Beziehungstyp vor. Hier sehr viel mit dem Fokus bei anderen, sehr gutes zwischenmenschliches Feingefühl. Was sind denn für denjenigen Herausforderungen im Leben? Was sind Themen in der persönlichen Entwicklung eines Beziehungstypen? Was sind vielleicht auch Themen, mit denen so jemanden tendenziell ins Coaching kommt? Also was sind Herausforderungen des Beziehungstypen? Sich abgrenzen, schreibt hier Christoph auf den Punkt getroffen. Genau. Helfersyndrom. cool, Monique, genau, auf sich selbst achten. Abgrenzen, eigene Bedürfnisse, sich selbst wichtig nehmen, bei sich bleiben, Schwierigkeiten ins Tun zu kommen, auch. Auch das mit dem Planen und Struktur. Also ihr seht, das sind alles Fähigkeiten aus diesen anderen zwei Bereichen. Aktionismus unter Stress, ja, Janine, oder je, genau, Janine, hast du auch total recht. Das ist der Stressmodus des Beziehungstypen. Cool, danke für eure Beiträge. Bei einem Thema Ziel bleiben. Genau, Monique, der Beziehungstyp hat immer wieder Impulse, Gefühle, denen er dann gerne impulsiv auch folgt. Und es ist gar nicht so leicht, da an einem Ziel und einem Thema dran zu bleiben. Kann auch sein, dass er sehr sensibel ist durch das Wahrnehmen der anderen. Genau, ich fasse es mal zusammen. Unter der Beziehungstyp, deswegen ist diese Pfeilrichtung auch hier eingetragen, also die größte Schwierigkeit ist erstmal wirklich dieses, was will ich eigentlich? Was sind meine Bedürfnisse? Und wie kann ich die nach außen hin kommunizieren? Wie kann ich mich auch mal abgrenzen? Wie kann ich mich auch mitteilen und sagen, was ich will? Und dann im nächsten Schritt aber auch das, was der Beziehungstyp möchte, dann auch in die Tat umzusetzen. Also das, was auch ihr geschrieben hattet, von Planung, Struktur und dann aber auch in die Handlung zu kommen. Also Handlung ist für den Beziehungstypen am weitesten weg. Da dauert es ein bisschen länger. Und für den ist es aber auch sehr wichtig, sich da Zeit zu nehmen, zu gucken, was will ich, um das dann in die Tat auch umzusetzen. Cool, danke. Ich glaube, da haben wir ein gutes, schnelles Bild von Beziehungstypen gezeichnet. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Erkenntnistyp, der ist hier zu Hause, wenn es darum geht, sich Gedanken zu machen, Sachen bis in die Tiefe zu durchdenken, sich auch in die Expertise, also bis in die Expertise, sich in Themen reinzuarbeiten. Das ist eine Fähigkeit, die nehme ich sehr viel bei Erkenntnistypen wahr. Die können sich wirklich stundenlang, tagelang, wochenlang mit einer Sache beschäftigen, für die sie sich interessieren. Deswegen ist es dann meistens auch ganz spannend, sich mit denjenigen über diese Themen zu unterhalten. Genau, auch ich finde ich ganz spannend. Also die sind auch oft
nah dran an ihren eigenen Gedanken. Es ist ihnen wichtig, die teilen zu können, auch an den eigenen Impulsen. Also ich mache es mal an einem Beispiel, ich und mein Partner. Ich bin eher Beziehungstyp, mein Partner ist eher Erkenntnistyp. Meine erste Frage, wenn wir uns sehen oder telefonieren, ist, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Weil das ist mein Fokus. Seine Gesprächseröffnung ist meistens, dass er mir von irgendwas erzählt, was ihm gerade durch den Kopf gegangen ist, womit er sich gerade beschäftigt hat, welches spannende Video er sich gerade angeschaut hat und das er unbedingt mit mir teilen möchte. Das heißt, es ist ein ganz anderer Einstieg, ein ganz anderer Fokus, nicht besser oder schlechter, aber hier ist der Fokus mehr auf dem, was da auch gerade an eigenen Impulsen und Gedanken und Beobachtungen ist. Auch die Vergangenheit sehr im Blick, weil Erkenntnisse entstehen natürlich, indem man die Vergangenheit reflektiert. Also auch Menschen, die sehr gut Sachen durchdenken, auch Pläne bis ins Detail entwickeln. Also wenn es ein Vorhaben gibt, gibt es Plan A, B, C und Notfallplan D ist auch schon erarbeitet, bevor es losgeht. Also das ist hier die Spezialität der Erkenntnistypen. Jetzt geht die Frage wieder an euch, wenn ihr euch einen klischeehaften Erkenntnistypen vorstellt. Oder vielleicht kennt ihr sogar einen, wer weiß. Was ist die Schwierigkeit oder die Herausforderung für so jemanden? Was sind Themen, mit denen sich der Mensch wahrscheinlich irgendwann im Leben auseinandersetzen wird? Genau, vom Analysieren ins Tun kommen, Maria, auf den Punkt getroffen. Auch Empathie, also die anderen mitzunehmen, auf die Reise. Flexibilität. Beziehungen eingehen, sich einfühlen, Einfühlung. Genau, auf andere achten. Ihr seid schon sehr auch im Beziehungsbereich, Nachsicht mit anderen. Sich von Vergangenem lösen, auch definitiv. Also der Fokus auf die Vergangenheit ist da teilweise sehr stark und den mal in die Zukunft zu richten, ist auch eine Schwierigkeit. Also da mal weiter in die Zukunft zu denken, den Fokus darauf zu lenken, nicht nur zu planen, sondern auch ins Tun kommen, Motivation aufbringen. Cool. Ganz lieben Dank für eure Beiträge. Das macht mir ganz viel Spaß. Genau, ich fasse es zusammen, auch all das, was ihr geschrieben habt. Der Erkenntnistyp, für den ist die Herausforderung, wirklich aus dem Plan in die Handlung zu kommen. Ich hatte einen im Coaching, dem Erkenntnistyp. Der war schon gar nicht so schlecht darin, sich die Zukunft auszumalen. Also er hatte kein Problem damit, sich seine Zukunftsvision in 5 Jahren in allem Detail auszumalen. Aber woran wir dann einen Monat lang regelmäßig im Coaching gearbeitet haben, war, was musst du dafür nächste Woche tun? Also wirklich dieses, was ist der nächste Schritt, um das Thema jetzt anzugehen? Also das Ganze in kleine Schritte, in machbare Aktionen zu zerlegen, um dann auch die notwendige Motivation dafür aufbringen zu können. Und im nächsten Schritt, das, was ihr auch angesprochen hattet, das Einfühlungsvermögen, also dann auch die anderen hier mitzunehmen. Also gerade Erkenntnistypen, die ja im Kopf so schnell sind, dann haben die oft so dieses Gefühl, Mann, ist doch klar, wieso brauchst du da jetzt noch so lange, wieso verstehst du das nicht? Und dann ist es wichtig für den Erkenntnistypen zu merken, na hey, ich muss die anderen auch irgendwie mitnehmen bei meinen Gedanken und bei dem, was ich machen will. Und da auch ein bisschen mit Feingefühl mich auf die andere Person einstellen. Gerade auch in Teams ist es manchmal gar nicht so leicht, weil die Erkenntnistypen sind natürlich fachlich extrem fit teilweise. Und für die ist es dann aber auch die Schwierigkeit, wie kann ich das mitteilen, wie kommt das irgendwie, wie kriege ich das hin, dass es das bei den anderen auch ankommt. Cool, danke. Dann haben wir hier auch ein schönes Bild und dann schauen wir uns mal noch den Handlungstyp an. Die haben oft eine unglaubliche Energie, finde ich, und auch etwas sehr Mitreißendes, machen oft extrem viel, den lieben langen Tag lang, gut organisiert normalerweise, sehr die Zukunft blickend. Also da ist manchmal die Gegenwart schwierig zu genießen, weil da ist schon die To-Do-Liste im Kopf, was wird als nächstes abgehakt. Und der Wir-Fokus ist hier auch sehr stark. Also dieses etwas zusammen machen. Also in Freundeskreisen, in Familien sind es sehr oft die Handlungstypen, die dafür sorgen, dass man zusammenkommt, organisieren ein Treffen, bringen Kuchen mit. Also die zeigen ihre Zuneigung auch gerne durch Handlungen.
Genau. Hier auch die Frage noch: Handlungstypen, Macher, Umsetzer. Was sind für die Herausforderungen? Was sind Schwierigkeiten für die Handlungstypen? Ungeduld, also dieses Gefühl, jetzt muss ich auf dich warten. Entspannen, nichts tun, zuzuhören oder Lösungen finden zu wollen, auf jeden Fall. Also Handlungstypen sind schnell im Rat geben, im Ratschläge verteilen, natürlich aus positivster Absicht, aus der Idee, etwas machen zu wollen, etwas helfen zu wollen. Genau, im Hier und Jetzt sein. Wenn ich mit meiner Mutter Handlungstyp unterwegs bin, Städtereise, also ihr fällt es total schwer zu genießen, wo man gerade ist. Sie hat mehr schon im Kopf, was ist die nächste Sehenswürdigkeit, die wir angucken. Ja. Auch mal Pausen machen. Germaine schreibt, ich empfinde Handlungstypen oft als unsensibel und ich-bezogen. Ja, das ist auch eine Schwierigkeit, gar nicht so selten. Weil die Handlungstypen manchmal mit ihrer Handlungsenergie ungewollt meistens andere überrennen. Also wirken dann relativ dominant, ohne es selber wirklich bewusst zu merken. Also ein Kollege von mir, der hat relativ viele Geschäftsführer im Coaching, von denen auch einige Handlungstypen sind. Und die Hauptthemen, mit denen diese Handlungstypen zu ihm kommen, sind: Ich habe da irgendwie einen Konflikt mit meinem Geschäftspartner und ich habe keine Ahnung, was der von mir will. Wie kann ich da rangehen? Oder wie kann ich eine bessere Beziehung zu meinen Mitarbeitern aufbauen? Wie kann ich mehr Kontakt zu denen haben? Also genau diese Themen im zwischenmenschlichen Bereich. Genau, andere mitnehmen, Bedürfnisse anderer berücksichtigen, sich Zeit für die anderen zu nehmen, genau. Also nicht zu ungeduldig zu sein. Cool, super, danke. Dann haben wir jetzt einen Überblick über hier die drei Charaktere. Was ich jetzt mit euch vorhabe, ist, dass wir uns jeweils zwei dieser Typen rausnehmen. Starten mit dem Erkenntnistyp und dem Handlungstyp. Und stellt euch mal vor, ihr habt solche Charaktere, zum Beispiel in einem Arbeitsteam oder die zwei haben eine Partnerschaft, eine Liebesbeziehung oder Mutter-Kind, Vater-Kind. Im Idealfall sind wir natürlich eine ideale Ergänzung, sage ich immer, und ist auch wirklich so. Also mit unseren Qualitäten ergänzen wir uns natürlich perfekt, aber diese Unterschiedlichkeit, die hat auch Riesenpotenzial für Konflikte. Und da gebe ich jetzt die Frage auch erstmal wieder in die Runde. Was glaubt ihr, sind die typischen Punkte, wo diese zwei hier aneinander geraten? Also was nervt den Handlungstypen am Erkenntnistyp und was nervt den Erkenntnistyp am Handlungstyp? Wo rasseln die zwei gegeneinander? Wo gibt es da die Konflikte? Was vermutet ihr? Oder kennt ihr vielleicht sogar auch aus dem Alltag? Wenn ich jetzt Fragen von euch nicht direkt beantworten kann oder überlese, dann merkt sie euch für nach dem Webinar, weil da können wir gerne uns ganz viel Zeit nehmen nochmal für den Austausch. Dann stellt mir nochmal eure Fragen, die ich jetzt übergangen habe. Ich will etwas durchdenken versus ich will endlich loslegen. Christoph hat die Essenz schon auf den Punkt gebracht. Während der Handlungstyp sagt, komm, jetzt lass uns mal einfach ausprobieren, sagt der Erkenntnistyp, nee, nee, lass uns mal nicht zu viel Risiko eingehen und lieber erstmal noch mal ein bisschen durchdenken, ob das auch alles gut gehen wird. Genau, den Handlungstyp nervt die ewige Recherche und das nicht zu Potte kommen. Und Tina tendiert wohl eher Richtung Handlungstyp und wird ungeduldig an der Stelle. Und
Monique, Verantwortung übernehmen, wenn eine Idee nicht klappt, meinst du wahrscheinlich dann für den Erkenntnistyp? Genau, aus der Sicht der Erkenntnistypen ist der Handlungstyp zu schnell. Und da ist dann auch manchmal eher so diese Haltung so, ey, wie kann man so undurchdacht und so kopflos irgendwie, kopfloser Aktionismus, ist das aus der Sicht des Erkenntnistypen? Manchmal natürlich auch zu Recht, weil ich nehme auch ganz gerne so das Beispiel, ein Alltagsbeispiel, ein Handy kaufen. Der Erkenntnistyp ist der, der wochenlang recherchiert, alle Testberichte liest, Pro- und Kontralisten erstellt, bevor er sich ein Handy besorgt. Und normalerweise hat er dann so lange darüber nachgedacht, dass es auch das Richtige ist. Der Handlungstyp, der geht in den Laden, probiert ein paar Handys aus, nimmt eins mit und ist dann aber auch der Erste, der wieder im Laden steht und es zurückgibt und sagt, naja, das hat nicht gepasst, ich nehme Neues, ich nehme was anderes. Also manchmal ist da das auch gerechtfertigt von aus der Sicht des Erkenntnistypen. Genau, Handlungstyp handelt ohne zu wissen, schreibt Jörg hier nochmal. Genau, keine Risikobereitschaft beim Erkenntnistypen ist auch auf den Punkt getroffen. Also den Handlungstyp nervt es irgendwann, dass der Erkenntnistyp jedes Risiko vermeiden will und eher so ein Sicherheitsdenken hat und dann natürlich auch nicht traut, sich mal zu wagen. Ja, typischer Konflikt, Chef, Handlungstyp, Mitarbeiter, Erkenntnistyp. Ja, da kannst du auch ganz schön rasseln. Und da sage ich immer, wirklich das Wichtigste ist, diese Unterschiedlichkeit erstmal zu verstehen. Also die Stärken des anderen als Stärken auch wahrzunehmen, weil es sind immer zwei Seiten von einer Medaille, das, was einen stört und das, was man im anderen mag. Also vielleicht hat der Chef den Mitarbeiter genau aus dem Grund eingestellt, weil er Erkenntnistyp ist und sehr viel Ahnung hat. Und ihn regt aber auch genau das, diese Eigenschaften des Erkenntnistypen auch auf. Und da finde ich, ist es wichtig, wirklich sich bewusst zu machen, dass das einfach zwei Seiten einer Medaille sind, dass man eigentlich denjenigen auch genau dafür schätzen kann, für diese Eigenschaften. Ja, wir kommen gleich noch natürlich zu den Tipps und Tricks, wie man mit den verschiedenen Typen umgeht. Aber schon mal als erste Idee, was sehr, sehr gut funktioniert, ist, wenn man sich gegenseitig in der Entwicklung unterstützt. Das heißt, wenn der Handlungstyp dem Erkenntnistypen Platz macht und der Erkenntnistyp und ihn unterstützt, in die Handlung zu kommen. Also wenn der Handlungstyp den Erkenntnistyp hier an die Hand nimmt, und zwar liebevoll, nicht so im Sinne, jetzt mach mal, sondern sagt, also mit dem Erkenntnistypen sich hinsetzt und guckt, okay, was ist denn jetzt der nächste kleine Schritt, den du tun könntest? Und dann aber auch Platz machst und den Erkenntnistypen das machen lässt. Also ich mache mal ein Beispiel von meinen Eltern, die haben diese Beziehungskonstellation, Handlungstyp Frau, Erkenntnistyp Mann. Und sie ist immer die, die plant, organisiert, macht. Und ich habe auch mit ihr mal das ganze Modell durchgesprochen. Und sie hat dann ganz bewusst auch mal die Führung abgegeben und hat zu ihm gesagt, so, hey, dieses Wochenende, sie hat eine Radtour geplant, lehne ich mich mal zurück und überlasse dir die Planung und du kannst gerne sagen, wo es lang geht. Und sie ist dadurch auch in ihren Entwicklungsbereich gegangen, also hat sich auch einfach mal treiben lassen und sich ein bisschen entspannt. Und nach dem Wochenende hat sie mir geschrieben, das war das schönste, harmonischste Wochenende, was sie seit langem hatten. Das heißt, hier sich gegenseitig auch mal unterstützen, in den nächsten Bereich zu gehen, ist oft eine gute Aktion. Super. Und natürlich zu gucken, wie können wir uns gegenseitig ergänzen. Also wenn der Erkenntnistyp Wissen und Ideen hat und der Handlungstyp die Handlungsenergie mitbringt, dann ist das im Idealfall natürlich wirklich eine gute Kombination. Okay, dann schauen wir uns mal das nächste Pärchen an. Ob jetzt Chef, Mitarbeiter oder Freund, Freundin, Kind, Eltern, was glaubt ihr, ist hier der Hauptknackpunkt, der Hauptkonfliktpunkt zwischen Handlungstyp und Beziehungstyp? Was nervt den Handlungstyp am Beziehungstyp und was nervt den Beziehungstyp am Handlungstyp?
Der Handlungstyp urteilt sehr schnell. Das aus der Sicht des Beziehungstypen. Genau, und Monique schreibt auch noch umgekehrt, für den Handlungstypen ist der Beziehungstyp manchmal einfach zu emotional. Kann dieses Gefühlsduselige nicht verstehen. Der Handlungstyp ist auch eher der, der hat ein klares Ziel und hat einen klaren Plan und arbeitet darauf hin. Während es für den Beziehungstypen meistens eher so ein, heute habe ich hier drauf Lust, morgen habe ich darauf Lust, übermorgen ist es wieder was anderes. Übertreibt natürlich jetzt, aber da ändern sich die Wünsche und Ziele schneller. Und das ist für den Handlungstypen natürlich total unverständlich, wie man irgendwie so, so wechselhaft sein kann und auch so gefühls- und emotional gesteuert. Genau. Pareto-Prinzip. Der Beziehungstyp fühlt sich gestresst vom stetigen Planen und Machen. Genauso dieses Gefühl, so ich muss da irgendwie mithalten. Oder auch dieses Gefühl, boah, einfach, ich will einfach mal Ruhe durchatmen. Da habe ich auch mal im Coaching einen Mann gehabt, der mit einer Handlungstyp-Frau verheiratet war. Und er hat gesagt, so am Anfang hat er immer noch gedacht, er muss da irgendwie mithalten. Hatte auch so an sich den Anspruch, bei der Handlungstypfrau irgendwie bei dem Rhythmus mitzuhalten. Hat gesagt, für ihn war es wichtig, dann irgendwann zu lernen, nein, das ist auch vollkommen okay, wenn er jetzt sich einfach mal hinsetzt und nichts macht und sie dann irgendwie noch ihr Sportprogramm und noch eine Unternehmung und er einfach sagt, so, nö, ich brauche das nicht und ich möchte einfach mal meine Ruhe. Auch da zu merken, hey, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse und es ist vollkommen okay. Genau, das nervt den Handlungstypen, dass der Beziehungstyp im Hier und Jetzt ist und sich nicht so gerne auch festlegt. Wenn der Handlungstyp gerne 2 Wochen im Voraus auch schon mal ein Treffen ausmacht, ist der Beziehungstyp gerne der, der sich da ein bisschen spontan auch die Sachen offen hält. Ja. Für den Handlungstyp ist der Beziehungstyp auch zu langsam. Beziehungstyp möchte bei Sprechpausen ein Signal hören. Das gefällt mir. Da muss ich lachen. Da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf. Also dieses Gefühl, gehört zu werden und gesehen zu werden. Also das ist die Spezialität des Beziehungstypen. Jemandem das Gefühl zu geben, hey, ich höre dich, ich bin da. Und das wünscht sich der Beziehungstyp natürlich eigentlich auch von seinem Gegenüber. Nur leider sind die Handlungstypen und Erkenntnistypen da nicht ganz so gut darin, immer. Und genau, das ist für den Beziehungstypen auch manchmal hart. Also, eine meiner Thesen ist, die meisten Konflikte entstehen dadurch, dass wir unsere eigenen Stärken bei anderen als selbstverständlich nehmen. Also, der Beziehungstyp wünscht sich genau das, was er gut kann, nämlich dass ihm andere gut zuhören, auf ihn eingehen, ein Signal von sich geben bei Sprechpausen. Und das ist natürlich nicht immer ganz so gegeben. Genau, ein Beziehungstyp bezieht die Kritik des Handlungstypen auch manchmal auf sich. Also dem ist dann manchmal das Verhalten des Handlungstypen auch zu hart und zu unempathisch. Cool. Oh, jetzt war ich schon zu weit. Cool. Danke für eure Ideen. Ich brauche gar nicht mehr hinzuzufügen. Da habt ihr auf jeden Fall super viele Beispiele schon gebracht. Um diese Dynamik zu unterbrechen, ist das Wichtigste wirklich diese unterschiedlichen Bedürfnisse und Wahrnehmung, Bedürfnisse und Herangehensweisen wahrzunehmen und zu akzeptieren erstmal und dann zu gucken, wie kann man mit diesen unterschiedlichen Bedürfnissen umgehen. So wie auch in dem einen Beispiel, der Beziehungstyp kann auch mal sagen, so, hey, ich mache da jetzt nicht mit, ist mir zu viel. Und war zum Beispiel auch in einem Urlaub, den ich mal, eine Reise, die ich mit einem Handlungstyp gemacht habe, 5 Wochen unterwegs waren wir. Und es war in dem Fall eigentlich die perfekte Ergänzung.
Ja, es war so eine Art All-Inclusive-Urlaub für mich. Er hat alles geplant und alle Aktivitäten auch geplant. Und ich konnte mich da so ein bisschen dranhängen. Und für ihn, er hat dann auch gesagt, für ihn war es super schön, weil er durch mich auch mal einfach den Moment genießen konnte, auch mal zur Ruhe gekommen ist und sich hat treiben lassen können. Das heißt, im Idealfall ist man auch hier eine gute Ergänzung. Und manchmal muss man auch sagen, okay, wir trennen uns. Und ich habe dann auch mal gesagt, so, hey, ich brauche mal meine Ruhe und möchte mal nichts machen, während er dann halt einfach nochmal irgendwie eine Unternehmung gestartet hat. Genau, auch hier sehr hilfreich, wenn man sich gegenseitig in der Entwicklung an die Hand nimmt. Also wenn der Beziehungstyp dem Handlungstyp auch mal sagt, so, hey, komm, setz dich mal hin und entspann dich. Ich mache das für dich. Oder auch ihn einfach einlädt, mal wirklich die Gegenwart und zur Ruhe zu kommen. Während der Handlungstyp den Beziehungstyp natürlich auch hier ermutigen kann, mach nicht nur das, was ich will, also nicht nur achte nicht nur auf die anderen, sondern auch auf dich. Also hier kann man sich gegenseitig auch wieder gut in der Entwicklung an die Hand nehmen. Was den Typen gleich noch gut tut, schauen wir uns im Anschluss im Anschluss an diese Beziehung. Also mit Beziehung meine ich immer alles. Es kann eine Arbeitsbeziehung sein, es kann aber auch eine private Beziehung sein. Schauen wir uns mal die zwei an. Beziehungstyp und Erkenntnistyp. Ja, auch eine super Kombi, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber auch hier gibt es Schwierigkeiten. Was glaubt ihr, sind die Hauptherausforderungen in dieser Konstellation? Emotionen und Fakten, das bringt es auf jeden Fall auf den Punkt, den Gegensatz. Also gerade im Konflikt, also wenn es dann wirklich auch im Konflikt heiß hergeht, kann der Erkenntnistyp schwierig was damit anfangen, wenn der Beziehungstyp einfach nur übertrieben emotional ist. Was besser funktioniert, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ist, wenn man als Beziehungstyp versucht, die eigenen Gefühle und Emotionen zu sortieren und sachlich zu kommunizieren, was man empfindet, weil damit kann der Erkenntnistyp dann auch wieder viel besser umgehen, wenn es auf dieser sachlichen Ebene auch was gibt. Umgekehrt ist das Gefühl für den Beziehungstypen natürlich dann manchmal so, ey, da ist ja gar keine Emotion, das ist ja einfach nur viel zu kopfig. Und da ist es dann auch natürlich ganz hilfreich, wenn der Erkenntnistyp auch da sich darauf einlässt, auf das Emotionale. Genau, die Chefin ist Erkenntnistyp und ist zu wenig empathisch. Ja, und der Erkenntnistyp darf das manchmal lernen, dieses Empathie im Sinne von auch mal fragen, hey, wie geht's dir, mal auf die persönliche Ebene zu gehen, gerade im Arbeitskontext, da auch mal wirklich, ja, auf wirklich diese Fragen, wie geht's dir, auch auf der persönlichen Ebene Gespräche zu führen, das ist was sehr wichtig ist und was die Beziehungstypen beim Erkenntnistyp gerade dann auch vermissen. Ja, Erkenntnistyp. Ja, es ist leider schade, wenn Erkenntnistypen nicht so viel über Gefühle reden wollen. Das ist denen nicht ganz so leicht zugänglich. Haben auch viel, erzählen viele Geschichten aus der Vergangenheit. Manchmal auch super schön, natürlich. Dem Erkenntnistyp sind die Beziehungstypen zu gefühlsduselig, genau. Erkenntnistypen finden Beziehungstyp chaotisch und unvorhersehbar, weil zu intuitiv und nach zu viel Gefühl entschieden wird. Ja, total. Also für den Erkenntnistypen ist es natürlich extrem schwierig nachzuvollziehen, diese Gefühlsentscheidungen. Also aus der Sicht des Erkenntnistypen wirkt der Beziehungstyp manchmal zum Beispiel wirklich unerwachsen. Also so dieses Gefühl, so jetzt denk doch mal nach, sei doch mal vernünftig. Das wären so Sätze, die der Erkenntnistyp denkt oder vielleicht sogar auch ausspricht. Ja,
Genau, der Erkenntnistyp hängt dann auch oft in der Vergangenheit und bezieht sich darauf und möchte das auch nochmal besprechen. Die Ich-Orientierung des Beziehungstypen faszinieren ihn, schrecken den Erkenntnistyp ab. Also ich glaube, du meinst, die Beziehungstypen fasziniert diese Ich-Orientierung des Erkenntnistypen, aber gleichzeitig sind sie auch abgeschreckt davon. Ja, definitiv. Also würde ich aus eigener Erfahrung auch bestätigen. Also für die Beziehungstypen ist es natürlich total faszinierend, jemand, der diesen Ich-Fokus auch hat, weil es auch das ist, wo die Beziehungstypen hinwollen. Gleichzeitig hat es aber auch was Kaltes und was Abschreckendes für die Beziehungstypen. Genau. Ja, cool. Danke für eure Beiträge. Ja, auch hier an dieser Stelle ist es wieder wichtig, diese unterschiedlichen Bedürfnisse erstmal wahrzunehmen. Da hatte ich auch mal eine Coaching-Beziehungstyp-Frau mit einem Erkenntnistyp-Partner. Und sie hat, also er, ihr Partner, der Erkenntnistyp, hat sich sehr viel auch Freiraum gewünscht, also auch Zeit ohne sie. Und sie hat es immer als Ablehnung ihrer Person interpretiert. Und für sie war es ganz hilfreich und sehr erleichternd, auch das mal anders zu sehen, nämlich dass es einfach nichts mit ihr zu tun hat, sondern dass es einfach sein Bedürfnis ist, auch seinen Raum zu haben, die Freiheit und auch Raum für ich und nicht nur Zeit im Du und Wir. Und dass das nichts, dass das keine Ablehnung gegen sie ist. Also das wirklich erstmal diese Unterschiedlichkeit anzuerkennen. Auch natürlich, um Konfliktgespräche zu führen. Also ich habe dann zum Beispiel auch gelernt, Emotionen möglichst zu erklären, sodass sie auch auf der anderen Seite gut sachlich ankommen und Verständnis, sagen wir, verständlich ankommen. Genau. Und auch hier im Idealfall ist man auch wieder wirklich eine Ergänzung einander. So, da hatte ich auch mal eine in einem Seminar, die hat gemeint, hier diese Konstellation, ihr Partnererkenntnistyp, der ist total unterstützend, wenn sie mal irgendwie in ihren Emotionen total durcheinander ist und irgendwie super emotional, dann setzt sich ihr Partner mit ihr hin und sagt so, hey, komm, wir gucken uns das Ganze jetzt mal von außen an, wir schauen da jetzt mal drauf, was da eigentlich los ist. Also so dieses ins Analysieren, auf die Metaebene zu gehen. Das ist natürlich dann hier auch super hilfreich. Jürgen stellt eine spannende Frage. Wie problematisch ist es, wenn man teilweise Erkenntnistyp und Beziehungstyp ist? Ist das dann ein schwerer innerer Konflikt? Also wir haben alle diese Seiten in uns, in unterschiedlicher Ausprägung. Man könnte auch sagen, innere Anteile sind da auf jeden Fall. Und auch da kann man natürlich einen inneren Konflikt haben zwischen diesen zwei Seiten. Genau, aber Dustin antwortet schon ganz korrekt. Das ist am ehesten ein Thema der Beziehungstypen. Janine stimmt zu. Erkenntnistypen können die Panik von Beziehungstypen beruhigen. Auf jeden Fall. Und umgekehrt, Beziehungstypen können auch die Emotionen aus den Erkenntnistypen herauslocken. Also im Idealfall ist man da auch eine super Kombination. Cool, dann kommen wir jetzt zum finalen Abschluss. Und zwar, wenn ihr euren Lieben was Gutes tun wollt oder auch euren Arbeitskollegen, vielleicht sogar eurem Chef, euren Mitarbeitern und ihr eine hohe Ahnung habt, welcher Persönlichkeitstyp derjenige von der Tendenz her ist. Was braucht der Beziehungstyp? Fangen wir mal wieder oben an. Also, wenn ihr einem Beziehungstyp was Gutes tun wollt, wenn ihr die Beziehung mit einem Beziehungstyp fördern wollt, was wünscht sich ein Beziehungstyp? Ich habe natürlich auch ein paar Ideen, die ich gleich hier auch sichtbar mache und freue mich aber total. Vielleicht habt ihr noch andere Sachen, die ich auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Hier sind ja auch auf jeden Fall einige Beziehungstypen im Raum. Jetzt habt ihr die Chance, mal zu teilen, was ihr euch wünscht. Was ist es, was einem Beziehungstypen gut tut?
auf ihn eingehen, ja. Das sichere Gefühl, dass ich ihm zuhöre oder ihr. Aufmerksamkeit, ihr seid auf der komplett richtigen Fährte. Ich zeige euch mal, was ich aufgeschrieben habe. Vielleicht fallen euch auch noch ein paar Ergänzungen ein. Die Emotionen akzeptieren und aushalten, wenn sie der Beziehungstyp aus. Beziehungstyp auslebt, genau. Danke, Dustin. Nicht das Abtun der Empfindung, genau. Genau, nicht dieses Gefühl, ich bin nur was, was man auf der To-Do-Liste abhaken kann, erledigen, sondern wirklich zuhören. Ja, sowas Ähnliches habe ich hier auch aufgeschrieben. Der Beziehungstyp schätzt das Einfühlungsvermögen und die emotionale Unterstützung, also auch den Raum, seine Emotionen zeigen zu können, ohne dass sie abgetan werden oder nicht gewünscht sind. Und sehr, sehr, eine sehr große Freude könnt ihr dem Beziehungstyp auch machen mit Zeit zu zweit, persönliche Gespräche. Im Arbeitskontext ist es auch schon so eine Frage von ehrlich gemeint, wie geht's dir? Also es ist zwar so eine Floskel, wie geht's dir, aber als Beziehungstyp stellt man die meistens, also ich jedenfalls, weil es mich wirklich interessiert. Und auch das, darüber freut sich der Beziehungstyp. Das heißt, einfach mal auf der persönlichen Ebene zu fragen, was ist bei dir gerade? Wie geht's dir? Das schätzt der Beziehungstyp, weil dadurch natürlich eine emotionale Verbindung möglich ist. Genau. Und das gilt auch für alle anderen Typen, das Unterstützen in den anderen Bereichen. Und zwar nicht im Sinne von draufhauen, zu sagen so, ey, du hast ja mal wieder überhaupt nicht nachgedacht. Oder du kommst dir überhaupt nicht in die Pötte. Also so nicht. Sondern im Idealfall, wenn ihr es schafft, denjenigen liebevoll an die Hand zu nehmen und den Beziehungstyp zum Beispiel mal zu fragen, nicht was möchte ich, sondern was möchtest du? Also ja, bin ich auch immer wieder dankbar, wenn mich andere darauf ansprechen, dass man nicht nur an die anderen denkt, sondern auch zu gucken, was will ich eigentlich wirklich? Und aber auch dann, was ist für mich der Schritt in die Handlung? Also da den Beziehungstypen liebevoll an die Hand nehmen, sage ich da gerne. Auch im Business-Kontext, da nicht draufhauen, sondern gucken, was, wie kann ich den anderen unterstützen in diesen Bereichen. Erkenntnistyp. Jetzt sind alle Erkenntnistypen unter euch gefragt. Was wünscht ihr euch? Was schätzt ihr besonders im Kontakt mit anderen? Zahlen, Daten, Fakten. Das sind, ich habe es verstanden. Du hast es 1A gemacht, dein Kompliment. Es ist angekommen. Zeit zum Nachdenken. Dann schreibt Dani, genau. Erfahrungsaustausch. Cool, ich freue mich natürlich auch auf eure Formulierungen, weil ich ja kein Erkenntnistyp bin, kann ich auch nur aus zweiter Hand berichten. Aber ich habe Ähnliches aufgeschrieben. Auf den Punkt kommen und nicht so viel drumherum herumreden. Ich glaube, Germaine, da schreibt schon der Handlungstyp in dir. Das mögen auch die Handlungstypen gerne. Anerkennung seiner Arbeit und Bemühungen, ja. Der Erkenntnistyp schätzt Logik und sachliche Argumentation. Das heißt, wenn ihr mit dem Erkenntnistyp etwas besprechen wollt, ist es gut, sich auch auf dieser Ebene ein paar Gedanken zu machen, im beruflichen genauso wie im privaten. Und der Erkenntnistyp schätzt die Möglichkeit zur Selbstexpression, habe ich es hier genannt. Also diese Gedanken, die sich der Erkenntnistyp macht, das Wissen, was er hat, diese Beobachtung wahrnehmen, diese Ideen, dass die auch geschätzt werden. Irgendjemand von euch hat es auch gerade geschrieben.
Respekt für die Erkenntnisse ist auch genau damit gemeint. Anerkennung für seine Arbeit. Also diesen Raum, sich zu zeigen, sich auszudrücken und seine Stärken auch zu leben. Genauso aber auch wie den Raum für seine Individualität und Freiheit. Also auch ihm den Raum zu geben, sein eigenes Ding zu machen. In der Beziehung genauso wie im Job. Also den Erkenntnistypen im Job am besten nicht zu sehr einschränken. Also der ist keiner, der irgendwie nur was abarbeiten will, sondern der auch den Raum möchte, sich Gedanken zu machen, weil das ist natürlich auch seine Qualität. Genau, und in den anderen Bereichen könnt ihr ihn in die Hand nehmen, gerade im Handlungsbereich. Also dann vom Denken in die Handlung kommen und auch hier wieder nicht draufhauen im Sinne von, ey, du kommst ja überhaupt nicht in die Pötte, jetzt mach mal endlich, ich warte, ich bin ungeduldig, sondern ihn da auch an der Stelle einfach an die Hand zu nehmen und zu gucken, denk mal nach, was könnte der allererste nächste kleine Schritt sein, um das jetzt in die Tat umzusetzen. Okay, dann tun wir zu allerletzt dem Handlungstypen noch was Gutes. Alle Handlungstypen unter euch, was wünscht ihr euch? Wie kann man euch einen Gefallen tun? Was braucht ihr? Was wünscht ihr euch im Umgang? Worüber freut ihr euch besonders? Und natürlich auch an alle, die mit Handlungstypen zu tun haben und aus Erfahrung sprechen können. Wir legen los. Wenig Diskussion. Begeisterung für Ziele und deren Umsetzung auch im Team. Also als wenn man Führungskraft ist, vermute ich, schreibt Beate. Ja, also da der Beziehung, der Handlungstyp hat natürlich eine riesen, es ist dem sein Fokus etwas. Etwas erreichen, etwas auf die Beine stellen und freut sich natürlich riesig, wenn die anderen da mitziehen. Einfach mitmachen, schreibt Marion. Genau, das trifft es auch gut auf den Punkt. Der Weg wird sich schon finden. Einfach anfangen. Verständnis für die Agilität mit anfassen und gemeinsam machen. Da würde ich jetzt auch das gemeinsam ganz fett unterstreichen, weil der Beziehungstyp hat auch diesen Wir-Fokus. Das heißt, dem ist es sehr, sehr wichtig, dieses Gefühl von Gemeinschaft, dieses Gefühl von Zugehörigkeit, dieses Gefühl, wir machen etwas zusammen. Also für meine Mutter Handlungstyp ist natürlich auch ein bisschen der Mutterrolle geschuldet, aber für sie war es das Allerwichtigste, dass alle zusammen etwas machen. War ja dann auch nicht so wichtig, ob die einzelnen Personen darauf Lust haben, aber es war wichtig, dass alle dabei sind. Also wirklich so dieses Gemeinsamkeit, Gemeinschaft. Ich bin die Straßenwalze, du die Straße. Wir machen was zusammen ohne Pause. Super, ich muss schmunzeln. Natürlich, liebe Handlungstypen, können wir das nicht immer ganz erfüllen, aber geben uns Mühe. Der Handlungstyp schätzt klare Handlungsschritte und ist sehr zielorientiert. Also so dieses Klarheit, ins Handeln kommen, loslegen. Und er freut sich, wenn auch da die anderen Lust und Motivation haben und mitmachen. Der Handlungstyp schätzt auch die direkte und klare Kommunikation, ohne lange Diskussionen und drumherum reden. Also genau, der kann das auch meistens aushalten, wenn man einfach mal sagt und die Sachen auf den Tisch legt. Und hier genau gemeinsame Aktivitäten, etwas zusammen unternehmen, also wirklich zusammen etwas machen, da das Gefühl von Gemeinschaft zu erleben, kooperieren, zusammenarbeiten, das ist für den Handlungstyp sehr bereichernd. Und hier hatten wir auch schon angesprochen, könnt ihr ihn aber auch trotzdem wieder mitnehmen in die anderen Bereiche. Auch hier nicht draufhauen im Sinne von, jetzt hör mal auf, jetzt lass mich mal in Ruhe mit deinem ganzen Machen, 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 sondern mal zu gucken, was brauchst du oder was könntest du tun, um dich zu entspannen. Die Formulierung habe ich bewusst gewählt, weil oft Handlungstypen
durch Aktivität entspannen können. Kann auch nicht jeder nachvollziehen, aber das funktioniert anscheinend wirklich. Also was hilft dir, um auch einfach mal zu entspannen, in die Gegenwart zu kommen, runterzukommen, da den Handlungstypen an die Hand nehmen. Oder dann vielleicht auch sogar mit in den Erkenntnisbereich. Denk mal nicht nur an die Gemeinschaft und an die anderen, sondern auch, was brauchst du? So, cool. Dann sind wir am Ende. Ich sehe auch gerade ganz gute Punktlandung. 3 vor 8. Genau. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke euch sehr für eure Beiträge. Ich freue mich jetzt riesig noch auf den Austausch mit euch. Vielleicht habt ihr ja noch weitere Aspekte, Fragen, die ich vielleicht auch übergangen habe aus Versehen. Und in dem Sinne beende ich den offiziellen Teil. Fragen jetzt natürlich gleich gerne im Anschluss, auch gerne mit Mikro. Und wenn trotzdem nachher noch Fragen entstehen oder auch Fragen, die ihr lieber persönlich stellen wollt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich schicke die euch auch gleich noch in den Chat. Fragen zum Webinar, aber auch natürlich, wenn ihr Themen, Konflikte wiedererkannt habt aus dem, was ich erzählt habe und ihr Interesse daran habt, im Coaching daran zu arbeiten, könnt ihr auch gerne euch bei mir melden und dann sprechen wir darüber, ob sich das eignet. In dem Sinne stoppe ich die Aufzeichnung, verabschiede mich von allen Zuschauern der Aufzeichnung.